Sie auf das Allerherzlichste im Winkelmoos begrüßen. Und zwar haben wir heute ganz eine bärige Musik da. Also mir gefällt die Manda, euch wird die Dame gefallen oder was weiß ich, Sigi, was sagst du? Aber sie machen auch Spitzenmusik. Sie haben gestern schon ein bisschen Probe, also das hat mir schon ganz gut gefallen. Und sie werden heute natürlich auch ihr Bestes geben, wenn es auch nicht voll ist. Wir haben gesagt, wenn es nicht voll ist, dann machen wir am Sonntag einen Frühschoppen. Und wenn es aber voll ist, machen wir trotzdem einen. Okay, passt das? die Musikgruppe wird euch der Leo vorstellen. Also der Leo ist das neben mir. Das ist eigentlich ein Bäckermeister oder so irgendwas. Ja. Das ist bei ihm so, die Kuchen, die ein Loch haben, das ist der Apfelkuchen und mit zwei Löchern, also der backt die guten Kuchen. Mit zwei Löchern ist es Wäschen, oder? Ein Loch ist Apfelstrudel, zwei Löcher ist Wäschen. Ja. Wir schauen da alle ein, ich bohre da so immer ein bisschen um, dann komme ich auch drauf, was es ist. Also, einen Applaus hätte ich heute mal gern gehört für die Musik und dann erklärt euch der Leo ein bisschen nach und da, wo die Herrschaften herkommen und so weiter und so fort und was spielen und was machen, okay? Marianne, bedankt. Auch Gottfried hinten an die Theke. Herzlich willkommen, weisen wir Sie. Wir wollen für ihr etwas spielen heute Abend. Wir waren von anderthalb Jahre bevor hier zurück mit einem Laptop, mit einer DVD. Mit einem Laptop? Ja, ja. Laptop. Da hat Gottfried gesagt, Sie sind Spitze. Und jetzt wollen wir, was er meint, Spitze, wollen wir zu ihr bringen. Wollen wir beweisen. Rechts von mir steht Gerd, Anko, Trompete, Nicole, Klarinett, Theo, Steinscher. Links von mir, Rob Achten, Gitarre, Theo Tuba, und Erik, Gitarre und auch Tuba. Ich wünsche Ihnen einen sehr musikalen Abend. Danke. Moment. Und wenn Sie denken, ja, die fangen ja sehr früh an, das hat eine kleine Bedeutung, denn die anderen 200-300 Leute, die sind noch unterwegs, die haben gerade so viel Mühe mit dem Probenkommen als wir. Wir kamen hier, wir sind richtige blöde Holländer, wir kamen mit Sommerreifen hier und haben, ich denke mal, anderthalb Stunden gebraucht, um von unten nach oben zu kommen. Ja, sind wir blöd oder sind wir nicht blöd? Wir fangen an mit einem Stück über den Vorarlberg. Grüß dich, Vorarlberg. Auf geht's!
aus hierher und ja, der eine hat TomTom-Navigation oder wie heißt denn das? Wir hatten nur mein Vater und eine Karte von Belgien, also das hat nicht so sehr aufgeschossen. Ne? Also da waren wir in der Gegend von, ich denke mal Kufstein oder dort irgendwo. Und da wüssten wir nicht mehr, wo wir hin mussten, aber da war so ein kleiner Bauer, der hat da gestanden, ich habe das Fenster aufgemacht. Ich sage, können Sie uns sagen, wo hier irgendwo Fieberbrunn ist? Fieberbrunn, sagt er. Nee, da habe ich nie von gehört. Also ja, das Geschirr wieder zugemacht, ne? Habe ich da gefahren. Und da sah ich im Spiegel, wie heißt denn das? Hinterspiegel, Rückspiegel. Da sah ich der Servobauer, der war wieder, komm mal zurück, komm mal zurück. Also wieder zurück. Wieder das Fenster offen gemacht. Da hat er gesagt, hier, das ist mein Bruder, sagt er. Der weiß es auch nicht. So, weiter mit Musik, Theo. Regenbogen über Oberkain. Regenbogen über Oberkain. Oberkain, die Regenbogen von Oberkain, ist es nicht so weit zu dem Großglockner, denke ich mir mal aus. Und wenn man dann über den Großglockner blickt, we'll be right back.
Man kann auch dadurch blasen, kommen Ton raus, ja.
Und wenn man das gut macht, dann bekommt man die nächste Nummer, der Alphorn-Zauber. Und dafür geht dann mit das langes Ding, denke ich mal, dorthin. Und für den Rhythmus, denn der Erich, der kann jetzt nicht so gut hören, was wir alle spielen, denke ich mal, ihr klatscht allen auf den Rhythmus mit, kommt das alles gut. Ja? Alles Balletti, auf geht's mit den Alphorn Zauber! Thank you.
Prost.